Wieder Spezial von Bruno Söhne. Was für eine richtig schöne Uhr, wenn da nicht zwei Sachen wären, die ich richtig schade finde. Willst du wissen, was es ist? Bleib dran. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Wenn in meinem Video ein leichtes Rauschen ist, dann liegt das an dem Ventilator, der da im Hintergrund läuft. Wir haben es unglaublich warm und ich brauche einfach ein bisschen Bewegung in der Luft, sonst gehe ich hier in meinem kleinen temporären Studio ein und das möchte ich nicht. Die letzte Uhr aus meiner Bruno Söhnle Serie ist die La Spezia Chronograph. Die Uhr finde ich wirklich richtig klasse, richtig gelungen von zwei Sachen abgesehen, aber dazu komme ich später im Video. Wir haben hier eine Uhr mit Quarzwerk und wie bei Bruno Söhnle überhaupt nicht unüblich, einem schön verzierten Boden, wo auch ein Glasboden drin ist, denn Bruno Söhnle zeigt, dass man auch Quarzuhren auf der Rückseite so veredeln kann, dass es sich lohnt, einen Glasboden einzubauen. Wir haben hier einen Chronographen mit den militärischen Ziffern und sehr breiten, sehr gut ablesbaren Zeigern und einem Großdatum auf 12 Uhr, aber dazu komme ich im Verlauf des Videos noch einmal etwas genauer. Ich glaube, ich habe den Aufkleber auf dem Bruno Söhne Logo am Band nicht abgemacht. Das schimmert ein bisschen blau. Das liegt aber nicht daran, dass es wirklich blau ist, sondern dass ich den Aufkleber nicht abgemacht habe. Das Band übrigens ist ein sehr schönes, sehr weiches Band, was nach meiner Meinung perfekt zu der Uhr passt und auch sehr angenehm und weich am Arm ist. Also wirklich komfortabel gemacht, gefällt mir sehr, sehr gut. Schauen wir uns doch die Maße der Uhr einmal an. Die Uhr hat einen Durchmesser von 44 mm, hat eine Höhe von 13,9. Ich hatte in anderen Videos schon mal erwähnt, dass Bruno Söhnle erstaunlicherweise die Quarzuhren größer und dicker macht als die mechanischen. Der Bandanstoß beträgt 22 mm. Die Uhr hat ein innen entspiegeltes Saphirglas und wird angetrieben von dem Ronda 8040B in der veredelten und verzierten Variante und Bruno Söhnle signiert, wie ihr oben auf dem Boden sehen könnt. Die Uhr hat leider nur eine Wasserdichtigkeit von 5 Bar und das ist der erste Punkt, den ich wirklich bedauere, denn hätte diese Uhr 10 oder mehr, dann wäre sie wirklich ein wunderschöner Begleiter für Urlaub, Freizeit, alles 5 Bar ist mir an dem Punkt dann leider oft doch grenzwertig wenig. Trotz der Größe von 44 mm und der doch erstaunlichen Dicke von 13,9 hat sie einen Hornabstand von handvermessenen lediglich 46,5. Das kann ich nur handvermessen, weil Bruno Söhnle diese Daten leider auf der Webseite nicht angibt, aber durch die spezielle Gehäuseform ist das eine Uhr, die trotz der Größe im Durchmesser sich auch an schmaleren Handgelenken gut trägt, weil die Hörner eben nicht überstehen. Das Gehäuse ist wunderschön abgerundet, die Hörner sind prima integriert und für 695 Euro bekommt man hier einen Quarzchronograph aus Glashütte. Das finde ich wieder einen Preis, den ich gerne bereit wäre zu zahlen, wenn nicht die zwei Sachen wären, die mich persönlich doch etwas an der Uhr stören. Eine davon hatte ich bereits angesprochen. Dabei handelt es sich um die 5 Bar Wasserdichtigkeit, die ich bei einer Alltagsuhr gerne bei 10 oder 20 sehen würde. Und die andere erwähne ich, sobald ich euch gezeigt habe, wie sie am Arm sitzt. Und hier könnt ihr sehen, an meinem 17,5 cm Handgelenk sitzt die Uhr gut, die Hörner stehen nicht über und ich finde, die Uhr passt wirklich gut zu mir und ich würde sie,
wirklich gerne in meine Sammlung integrieren. Aber leider gibt es da neben der Wasserdichtigkeit noch den einen Punkt, auf den ich gleich komme. Die Schließe ist noch verklebt, aber man kann, glaube ich, trotzdem ganz gut sehen, eine Dornschließe, Bruno Söhne signiert, alles prima, nichts dran auszusetzen, ich mag Dornschließen. Das Glas, das Saphirglas, ist richtig dick und fett. Wenn ich jetzt die Uhr ein bisschen bewege, könnt ihr sehen, wie schnell eine Verzerrung einsetzt und wie schnell ein Lupeneffekt bei den Totalisatoren einsetzt. Also das finde ich klasse, das ist gewölbt, aber es ist eben auch richtig dick, das Saphirglas. Und das erzeugt diesen verzerrenden Lupeneffekt. Ist natürlich für die Ablesbarkeit nicht ideal, aber guckt mal selber hin. Es ist doch wirklich ein Hingucker und ich finde das klasse. Ebenso mag ich auch die durchbrochenen Zeiger von Stunde und Minute und auch die entsprechenden mit Super Luminova ausgelegten Zeiger des Ziffernblattes. Was ich nicht gut finde, und da kommen wir jetzt drauf, ist das Datum. Zum einen finde ich, das Hartweiß passt überhaupt nicht zu der anderen Farbgestaltung. Ich finde es schade, dass die 12 angeschnitten ist. Ganz ehrlich, mir persönlich wäre es lieber gewesen, das Datum komplett wegzulassen, als so zu integrieren. Ohne Datum hätte ich die Uhr um Längen schöner gefunden als mit diesem Datum. Der Bruno Söhne Schriftzug hingegen stört mich oben überhaupt nicht. Stört mich auch nicht, dass er in Weiß ist. Das ist das Logo, das darf nach meinem Stilempfinden eine andere Farbe haben. Aber das Datum unter der 12, gerade auch, weil die Ausrichtung wirklich nahezu direkt unter den Ziffern 1, 2 der 12 ist, irritiert total. Das sieht aus, als ob oben 23 Uhr wäre und nicht das Datum. Finde ich wirklich sehr schade. Chrono funktioniert, habe ich euch gerade gezeigt. Und jetzt schauen wir doch mal, wie die Zeiger gesetzt sind. Ich habe den Sekundenzeiger bei 0 angehalten und jetzt drehen wir die Uhr auf 12 Uhr. Gerade ist das Datum gesprungen, das heißt, ich drehe noch einmal weiter, weil ich sehr ungerne beim Datumssprung die Zeiger zurückdrehe. Und jetzt gehen wir auf die 12 Uhr und gucken uns an, wie die Zeiger gesetzt sind. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu weit zurückgedreht, den Minutenzeiger. Aber schauen wir doch mal im Detail rein. Ja, es sieht so aus, als ob ich den Minutenzeiger einen Tick zu weit gedreht habe, denn der Stoppzeiger nullt perfekt. Der Minutenzeiger ist ein bisschen versetzt. Ist mit Handschuhen manchmal nicht ganz so einfach, das auszurichten. Aber das ist wirklich Jammern auf ganz hohem Niveau, wenn es überhaupt etwas zu jammern gibt, weil ich tatsächlich glaube, dass, wenn ich es besser ausgerichtet hätte, die Zeiger absolut perfekt gesetzt gewesen wären. Ja, dann stellen wir die Uhr jetzt nochmal auf die normale Uhrzeit, beziehungsweise, doch genau, stellen auf die normale Uhrzeit und schauen uns die Uhr noch einmal bei Nacht an, denn diese Uhr finde ich nachts richtig gut ablesbar und es war die einzige Uhr von Bruno Söhnle, die nachts so gut ablesbar war. Insofern finde ich das auch bemerkenswert, denn viele der Uhren von Bruno Söhnle sind nachts gar nicht gut ablesbar. Das sollte man berücksichtigen, wenn man sich für diese Marke interessiert. Vielleicht liegt es auch nur an der Auswahl, die ich hatte. Das vermag ich nicht zu beurteilen, denn das Portfolio von Bruno Söhnle ist wirklich groß. Der rote Pfeil zeigt euch die La Spezia Chrono an und ihr könnt wirklich sehen, die ist richtig gut ablesbar. Leider zeigt sich auch im Nachtbild, jetzt habe ich hier gerade meine ISO-Anpassung ausgestellt, im Nachtbild die angeschnittene 12. Das ist wirklich sehr schade, wie ich finde. Vielleicht stört es aber den einen oder anderen von euch überhaupt nicht. Und falls euch das nicht stört, bekommt ihr mit der Uhr eine sehr schöne, sehr komfortable, sehr präsente und zudem auch durchaus erschwingliche Uhr aus Glashütte. Wenn ich mir die anderen Glashütter-Marken angucke, finde ich es sehr gut, dass Bruno Söhnle einen wirklich erschwinglichen Einstieg
in die Welt der Glashütteruhre bietet. Und mit der hier gezeigten La Spezia Chronograph und auch der von mir im letzten Video gezeigten Uhr mit den roten Farbakzenten ist man in einem Bereich, der wirklich nicht so teuer ist, wie man es Glashütte eigentlich bereit ist zuzuschreiben. Apropos Schreiben, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von der Uhr haltet. Meine Meinung kennt ihr jetzt. Bleibt gesund, erfreut euch an euren eigenen Uhren, erfreut euch an meinen noch kommenden Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.